Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 67 Mädchen, weich vom Wege nicht. Mitten in der Nacht ließ Harry sich erneut von Wobble in Ginnys Krankenzimmer bringen, um sie im Schlaf zu beobachten, doch sie erwachte recht schnell, fast so, als würde sie seine Anwesenheit spüren. Leise stellte er einen Besucherstuhl an das Bett heran, bevor er sich setzte, ihre Hand ergriff und sie bis über beide Ohren anstrahlte. Wenn du keine Ohren hättest, Harry, würde dein Lächeln einmal rundherum um deinen Kopf reichen, flüsterte sie schelmisch grinsend. Gleich darauf verschwand ihr Lächeln und sie sagte, aber nicht, dass du erwischt wirst. Sie klang besorgt, doch Harry lächelte sie nur verträumt an. Nein, das wird nicht passieren. Da passt Wobble schon auf mich auf, nicht wahr? Fragte er seinen Elfen, der daraufhin mit großen Augen und einem noch größeren Lächeln nickte, bevor er wieder Ginnys dicken Bauch bewunderte und sich daran erinnerte, was er alles während seiner Ausbildung als Hauself im Fach Kinderbetreuung erlernt hatte. Er konnte gar nicht abwarten, sein Können in die Praxis umzusetzen. Einen Moment schien Ginny betrübt, doch Harry musste gar nicht nachfragen, weil sie schon von sich aus sagte, es tut mir leid, dass alles so gekommen ist, Harry. Ich wollte wirklich nicht, dass das passiert, aber im Nachhinein... Nein, unterbrach Harry, das muss dir gar nicht leid tun. Es ist doch alles ganz wunderbar, so wie es ist, oder nicht? Sie fasste sich an den Bauch, bevor sie Harry tief in die Augen blickte. Den Kummer, den er in ihnen ausmachen konnte, küsste er einfach weg. Er wollte nicht, dass sie sich darum sorgte, das Kind von einem anderen Mann zu bekommen, denn das war ihm völlig egal. Es war ihr Kind und er war mit Ginny zusammen, also würde er sich auch um das Kind kümmern, und zwar ohne Wenn und Aber. Wobble blickte Ginny verzückt an, bevor er leise, aber fröhlich sagte, oh, wie sehr ich mich auf das Baby freue! Ginny schaute Harry etwas verdutzt an, der daraufhin erklärte, mit einem Schmunzeln auf den Lippen, naja, als ich das Formular ausgefüllt habe, um einen Hauselfen zu beantragen, da habe ich wohl angekreuzt, dass Kinder im Haushalt vorhanden wären. Jetzt lächelte Ginny, obwohl sich Tränen in ihren Augen sammelten. Aber es waren Freudentränen, die über ihre rosigen Wangen kullerten, bevor sie sagte, ach Harry, komm her. Sie riss ihn an sich, so dass er beinahe auf sie fiel, doch er konnte sich noch rechtzeitig mit beiden Händen neben ihrem Kopf abstützen. Nachdem sie ihm mit beiden Händen durch die eh schon wirren Haare gefahren war, sagte sie gerührt, Wobble wird mir eine große Erleichterung sein. Als sie den Elfen betrachtete, der noch immer voller Vorfreude auf ihren Bauch blickte und sich offenbar schon in Gedanken ausmalte, welch lebensfrohe Arbeit auf ihn zukommen würde, fragte sie, Wobble, hast du schon Erfahrung mit Kindern? Wobble machte große Augen, vergaß alles um sich herum und zählte stolz auf. Ich bin in allem ausgebildet, Miss Weasley. Ich kann wickeln und füttern, kleine Babys behutsam waschen und anziehen, mit ihnen spielen oder sie in den Schlaf wiegen, an die frische Luft gehen, für sie singen. Er nickte kräftig. Krankheiten von ihnen fernhalten, ihnen beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Halt, halt, das reicht. Wie ich sehe, kennst du dich wirklich gut aus, sagte Ginny lachend. Niemand, nicht einmal Wobble, weil er so aufgeregt erklärte und erzählte, was man ihm in Sachen Kinderpflege alles beigebracht hatte,
bemerkte den schwarzen Schatten, der an der offenen Tür zu Ginnys Krankenzimmer lungerte und sie nach einem kurzen Moment leise wieder schloss. Am Morgen besuchte Hermine für ein paar Minuten wieder Harry, bevor der zu Snape ging und sie selbst sich auf den Weg in die Bibliothek in den vierten Stock machte. Womit Hermine nicht gerechnet hatte, war, dass sie hier ihren Professor antreffen würde, und zwar in einem Gang der Abteilung Wahrsagen, den sie gestern schon aufgesucht hatte. Oh, guten Morgen, Professor Snape. Harry holt gerade ihren Hund. Ich dachte eigentlich, sie wären immer da, wenn er kommt. Professor Snape schob mit einem schmalen Finger ein Buch ins Regal zurück, bevor er, während sein Blick weiterhin über die Buchtitel schweifte, mit langsam fließender Stimme sagte: Ihnen auch einen guten Morgen, Miss Granger. Hat Harry Ihnen nie gesagt, dass er freien Zutritt zu meinen Räumen hat? Er hat den Hund schon häufiger während meiner Abwesenheit abgeholt. Erst jetzt drehte er sich zu ihr um, aber er bewegte sich nicht vom Fleck. Mit ihrer vollen Tasche über die Schulter geworfen, näherte sie sich ihm, bevor sie etwas skeptisch fragte: Wollten Sie etwas von mir oder sind Sie nur durch Zufall hier? Ihre Frage beantwortete er nicht direkt, indem er sich erkundigte: Geht es mit Ihren Recherchen voran? Sie nickte lediglich, gab ihm aber keinerlei Informationen, was ihn veranlasste zu sagen: Gut, dann werde ich Sie nicht länger stören. Miss Weasley dürfte in den nächsten 2-3 Tagen entbinden und ich werde Madame Pomfrey bis dahin noch zur Hand gehen. Sie finden mich im Krankenflügel, falls Sie mich suchen sollten. Er nickte ihr reserviert zu und ließ sie allein. Hermine schaute ihm noch eine Weile hinterher, selbst als sie ihn gar nicht mehr sehen konnte. Weswegen sollte sie ihn suchen wollen? Von diesem merkwürdigen Zusammentreffen ließ sie sich jedoch nicht weiter beirren. Wie gestern machte sie sich es auch heute wieder am Fenster bequem, holte sich die 5 Bücher und blätterte darin herum, las laut oder führte Selbstgespräche. Wie schon am Vortag hatte sich Severus erneut angeschlichen, um seine Schülerin zu beobachten. Gestern erst hatte er sich selbst nach einem Grund für sein Verhalten gefragt, aber er hatte keinen gefunden, der erklären würde, warum er seine Zeit damit verbrachte, Miss Granger zu observieren. Zum Glück benötigte Poppy seine Hilfe kaum noch, weswegen er auch keinen weiteren Pflichten nachkommen musste. Er war lediglich noch für den Vorrat vom Trank der lebenden Toten verantwortlich, den er für das neue Schuljahr etwas aufstocken sollte, weil Poppy nicht dazu gekommen war. Diesen Trank braute er seit Tagen jeden Morgen und jeden Abend, sodass bereits sein privater Vorrat an bitterem Beifuß zur Neige gegangen war. So stand er jetzt wieder hier an der gleichen Stelle hinter dem Bücherregal wie gestern schon und betrachtete ihre buschige Mähne von hinten. Nachdem sie auch wegen ihrer Farben alle 5 Bücher durchgeblättert hatte, wiederholte sie laut für sich: Kräftiges Orange. Zuverlässigkeit, Loyalität, Vertrauenswürdigkeit. Hey, das hätte Snape mal wissen müssen, bevor er in meinen Kopf eingedrungen ist. Sie seufzte, als sie sich daran erinnerte, wie sehr sie sich in diesem Moment vor Snape gefürchtet hatte. Aber sie schüttelte den Gedanken schnell wieder von sich ab und widmete sich ihrer Recherche. Was gibt's noch für Orange? Immerwährende Ausführung und Anwendung des Guten. Klingt doch mal gar nicht so schlecht. Guter Wille. Ja, den hab ich. Orange gefällt mir schon mal sehr gut, sagte Hermine lächelnd zu sich selbst. Wenn sie von anderen Menschen schon keine Bestätigung ihrer Person erhielt, dann gab es immer noch die Bücher. Sie nahm sich das Pergament mit ihren Aufzeichnungen, auf welchem Ron sie als Strichmännchen verewigt hatte, und las die Farben, die er zu den schiefen Pfeilen geschrieben hatte. So, mal sehen. Gelb und braun oder goldbraun? Das hättest du aber besser beobachten müssen, Ron, schalt sie ihren Freund in Abwesenheit. Seinen Notizen entnahm sie, dass er selbst sich für die Farbe goldbraun entschieden hatte, weil es dick unterstrichen war. Sie erinnerte sich auch daran, dass Harry während des Experiments goldbraun gesagt hatte.
sodass sie nur nach dieser Farbe suchte und fündig wurde. Goldbraun steht für Arbeitsfreude, Strebsamkeit und Ordnung, außerdem für Lebhaftigkeit. Ja, da sehe ich mich auch drin, murmelte Hermine stolz. Severus hatte all ihr Gemurmel sehr gut verstehen können und innerlich stimmte er den Bedeutungen ihrer Farben zu. Beim ersten Test hatte er ihre magischen Farben bereits bewundern können. Damals lag es ihm auf der Zunge, aber er hatte es sich verkniffen, zu sagen, dass sie wie eine Honigbiene aussehen würde. Obwohl das die erste Assoziation gewesen war, die ihm in den Sinn gekommen war. Er hatte jedoch befürchtet, sie könnte sich beleidigt fühlen, weswegen er den Kommentar unterlassen hatte. Nachdem Miss Granger nach 2 Stunden die 5 Bücher an ihren Platz zurückgebracht hatte, kam sie mit einem einzelnen Buch zurück, doch Severus konnte leider den Titel nicht erkennen. Doch er erkannte, dass es dasselbe Buch war, welches sie gestern stehend im Gang gelesen hatte. Vorhin hatte er es in den Regalen nicht ausfindig machen können, als er nach diesem bestimmten Buch gesucht hatte. Er ärgerte sich darüber, dass sie still darin las, anstatt laut mit sich zu reden. Er mochte ihre Stimme und hatte sich daher nie darüber beschwert, wenn sie von ihren ganzen Reisen berichtet hatte und den vielen Erfahrungen, die sie währenddessen hatte sammeln können. Doch jetzt sagte sie keinen Mucks und ihm blieb nichts anderes übrig, als auf ihren Kopf zu starren. Buschige Haare, wiederholte er in Gedanken. Sie selbst hatte sie buschig genannt und sie schien sich daran zu stören, doch er konnte nichts an ihren braunen Haaren aussetzen. Sie waren voll und lang. Würde man sie glätten, dachte Severus, würden sie sicherlich bis zum Gesäß reichen. Sie langte in ihre Tasche und zog abermals etwas zu essen heraus, doch dieses Mal war es eine Tüte. Durch das Regal hindurch erkannte Severus, dass es sich um mit Schokolade überzogene Mandelsplitter handelte. Sie war wohl eine kleine Naschkatze, dachte er. Bisher war es ihm nie aufgefallen, dass sie sich gern an Süßem gütlich tat, aber es lag auf der Hand, dass ihr momentan danach war. Er ließ seine Gedanken schweifen und erinnerte sich daran, wie er sie an seinem Denkarium hatte stehen sehen und wie er sie beschuldigt hatte. Dass sie zu dem Zeitpunkt die Wahrheit hätte sagen können, war ihm gar nicht in den Sinn gekommen. Denn kaum jemand in seinem Leben war ihm gegenüber jemals ehrlich und aufrichtig gewesen. Im Nachhinein fragte er sich, warum er sie überhaupt beschuldigt hatte, sich an seinen Erinnerungen vergehen zu wollen. Sicherlich war sie neugierig. Immerhin hatte sie den Schutzzauber seines Schrankes durchbrochen, aber warum sollte sie etwas über ihn herausfinden wollen? Er war doch keines ihrer Projekte, für welches sie recherchieren musste. Vielleicht hatte er wirklich nur überreagiert, wie Harry es später in einer ruhigen Minute laut vermutet hatte. Bis heute war es ihm ein Rätsel, dass sie sich trotz dieses Vorfalls weiterhin seine Schülerin nennen wollte. Doch er war froh darüber, dass sie seine Entschuldigung angenommen hatte, auch wenn er selbst der Meinung war, dass es mehr als nur eine verbale Entschuldigung benötigt hätte, diesen Vorfall wieder gut zu machen. Per Zauber ließ Miss Granger das Buch zurück ins Bücherregal schweben und leider konnte er immer noch nicht lesen, wie der Titel des Buches lautete, in welchem sie eben 2 Stunden fast bewegungslos gelesen hatte. Während sie noch ihre Sachen zusammenpackte, verschwand Severus heimlich und ungesehen aus der Bibliothek. Hermine besuchte noch vor dem Abendessen Harry und fragte ungeniert: Hast du heute Abend Zeit? Ja. Ich wollte eigentlich zu Remus, wegen seiner Tagebücher. Aber er hat leider abgesagt. Warum? Fragte er etwas skeptisch zurück. Naja, du hattest ja gestern vorgeschlagen, dass wir beide zusammen mal unter die Leute gehen könnten. Ich würde gern, dass du mich heute Abend begleitest, erklärte seine Freundin. Er bekam schon Muffensausen, allein bei dem Gedanken,
dass fremde Menschen ihn um Autogramme bitten würden oder junge Mädchen und reife Frauen sich ihm an den Hals schmeißen könnten. Doch trotzdem sagte er nicht sofort ab, sondern fragte zunächst: Wohin soll es denn gehen? Hermine druckste nicht herum, sondern erklärte offen: Das ist ein Informationsabend von der Initiative für die Forderung eines Antidiskriminierungsgesetzes für magische und nicht magische Halbwesen. Und ich darf eine Begleitung mitbringen. Werden nicht viele da sein, falls du dir darüber Sorgen machst. Grübelnd murmelte Harry: Das sagt mir was. Hatte er von denen nicht einmal einen Bittbrief erhalten? Ja, sicher sagen die dir was. Ich gehe davon aus, dass die dir auch mal eine Eule geschickt haben. Ich habe schon Remus gefragt, ob er mitkommen möchte, aber er hat heute auch leider für mich keine Zeit. Er versucht aber noch nachzukommen, hat er versprochen. Sagte Hermine, die innig hoffte, dort nicht allein aufschlagen zu müssen. Harry seufzte einmal, bevor er zögerlich zusagte, aber gleich noch seine Bedenken äußerte, indem er sagte: Ja, ich komme mit, aber wenn mir das zu viel werden sollte, dann sei mir nicht böse, wenn ich wieder gehen möchte. Schon gut, Harry. Ich bin froh, dass du mitkommst. Allein möchte ich da wirklich nicht hin, sagte sie innehaltend. Wieso? Gibt es da irgendwas, von dem ich wissen sollte? Sagte er mit großen Augen. Hermine zuckte einmal gelangweilt mit den Schultern und erwiderte: Da kommen natürlich auch Tierwesen und andere Geschöpfe, weißt schon, Werwölfe, Vampire, Mischlingskinder von Riesen oder Kobolden. Aber natürlich nicht nur. Es kommen auch Leute, die die Sache einfach nur finanziell unterstützen, wie ich halt. Aber trotzdem, allein würde ich da nicht hinwollen. Es blieb ihm keine Zeit, sich großartige Gedanken über den kommenden Abend machen zu können, denn Hermine wollte sofort mit ihm los. Zum Glück war er mit dem Hund heute schon zum letzten Mal draußen gewesen, sodass Harry zustimmte. Er kleidete sich etwas schicker, aber nicht zu elegant, um nicht ins Auge zu fallen. Sie entschlossen sich, den Ort per Apparition aufzusuchen, sodass sie über das Gelände von Hogwarts bis hin vor die Tore liefen. Während sie bereits die Eingangspforten sehen konnten, fiel beiden eine dunkle Gestalt auf, die etliche Meter vor ihnen ebenfalls zu den Toren ging und bald darauf nicht mehr zu sehen war. »Sag mal, hast du erkennen können, wer das war?« fragte Harry seine Freundin. Sie blickte nochmals genauer hin, aber da die Sonne schon etwas untergegangen war und die Umgebung um die Tore herum bereits in Schatten gehüllt war, sagte sie aus Spaß: »Also, bei schwarzen Gestalten muss ich immer unweigerlich an Snape denken. Ist komisch, oder?« Sie lachte auf, bevor sie hinzufügte: »Ich habe keine Ahnung, wer das war.« Nachdem sie das Portal passiert hatten, nahm Hermine ihn an die Hand und übernahm die Apparation, weil sie genau wusste, wo das Treffen dieser Initiative stattfinden würde. Als Harry wieder festen Boden unter den Füßen spürte, wäre er beinahe hingefallen, denn der Weg, auf dem sie gelandet waren, war leicht abschüssig und mit Kieselsteinen bedeckt. Rings um die beiden herum öffnete sich ihnen ein dichter, dunkler Wald. »Hier lang«, sagte Hermine, und sie nahm Harry an der Hand. Mit ihm im Schlepptau machte sie sich auf den Weg. Nach nur wenigen Minuten lichtete sich der Wald und Harry blickte auf ein finster aussehendes Schloss, welches einzig über eine Brücke zu erreichen war. »Das ist nicht dein Ernst, oder?« fragte er verdattert. Das Schloss wirkte nicht sehr einladend und schien einem Gruselfilm entsprungen zu sein. »Harry, glaubst du etwa, die können sich für ihre Versammlung das Convention Center eines Hotels mieten? Die würde man achtkantig rausschmeißen, sobald die ersten Halbriesen da auftauchen würden«, erklärte Hermine. Die Schlossbrücke hatten die beiden hinter sich gelassen, während sie sich bereits der riesigen, hölzernen, eisenbeschlagenen Tür näherten, die sich wie von Geisterhand öffnete, um die beiden Gäste einzulassen. Im Eingangsbereich befand sich jedoch niemand, der ihnen die Tür geöffnet hatte, was Hermine zu erklären versuchte. »Hier kommt wahrscheinlich sonst eh keiner her. Wird eine Art Zauber sein, der die Tür jedem öffnet, der sich ihr nähert. Aber ich bin sicher, der Gastgeber wurde über unser Kommen informiert.«
Harry blickte sich ein wenig in der Halle um, die spärlich durch Gaslicht an den Wänden erleuchtet war. Auf gruselige Art und Weise war es hier wohnlich, zumindest was das Gebäude an sich betraf. Wände und Boden waren in dunklen Rottönen gehalten und in der Eingangshalle stand ein kleines, elegantes Tischchen mit einem frischen Blumengesteck als Dekoration darauf. Furchteinflößend waren jedoch die Porträts, die dicht an den Wänden aufgehängt worden waren. Sie zeigten düstere Gestalten, die der Maler verzerrt und schon fast karikaturistisch dargestellt hatte, mit entweder zu rundem Kopf, zu großem Mund oder eckigem Kiefer. Eines zeigte einen Scharfrichter mit Kapuze und Axt, ein anderes eine alte, dürre, heimtückisch dreinschauende Frau mit weißen, hochgesteckten Haaren, langem Kinn und einer schwarzen Katze auf dem Buckel. Neben ihr auf dem Tischchen standen etliche Flaschen mit Totenköpfen auf den Etiketten, was sie für den Betrachter als Giftmischerin entlarvte. Aber das Gruseligste an allem war, dass diese skurril dargestellten Porträts am Leben waren. Bevor sich Harry in den böse funkelnden Augen der Giftmischerin verlieren konnte, wurden Hermine und er von einer großen, schlanken Gestalt mit wehendem Umhang abgelenkt, die sich ihnen näherte. Mit einer besonnenen Stimme, wie Harry sie auch von Severus kannte, sagte der jungaussehende, attraktive Mann: »Guten Abend, meine Dame.« Er nahm Hermines Hand und küsste sie, bevor er sich Harry mit einer leichten Verbeugung zuwandte. »Mein Herr, ich begrüße Sie beide herzlich zu unserer Versammlung.« Noch immer hielt der Gastgeber Hermines Hand in seiner, was Harry ein wenig suspekt vorkam, denn sie schien sich davon nicht stören zu lassen. Im Gegenteil, sie schien geradezu verzaubert zu sein. Harry umfasste Hermine an ihrer Taille, sodass dem Gastgeber deutlich werden sollte, dass er die Finger von ihr zu lassen hatte. Und tatsächlich ließ er endlich von Hermine ab, die ihn noch immer verzückt anlächelte. »Ich bin Sir Castus Caedes, aber Sie können mich ruhig Mister anreden. So viel Wert lege ich nicht auf meinen niedrigen Adelsstand«, sagte Mister Caedes mit warmer, leiser Stimme. »Was für ein Angeber«, dachte Harry. Wenn der Typ schon keinen Wert auf seinen Stammbaum legte, hätte er seine adlige Abstammung auch gar nicht erwähnen brauchen. Aber es war für Harry eindeutig, dass der Gastgeber nur Hermine imponieren wollte und die fiel voll darauf rein, so wie sie ihn mit ihren braunen Augen anhimmelte. Für einen kurzen Augenblick erinnerte sich Harry daran, wie Hermine damals in der 2. Klasse Feuer und Flamme für Lockhart gewesen war. Denn den hatte sie ganz genauso verträumt angeschmachtet. »Folgen Sie mir doch bitte, Miss, fragte Mr. Caedes. »Miss Granger«, sagte Hermine leicht errötend, aber breit lächelnd. Es war für Harry tatsächlich mal etwas Neues, als der Harry Potter so völlig links liegen gelassen zu werden. Denn Mr. Caedes hatte ihm nicht nach seinem Namen gefragt und gerade das fand Harry einfach nur unhöflich. Bevor Mr. Caedes mit seinen geraden, strahlend weißen Zähnen und seinem schwarzen, vollen Haar, dem zuckersüßen Lächeln und den dunklen Augen sich über Hermine hermachen konnte, nahm Harry ihren Arm und schlang ihn um den seinen. Sofort verblasste das Lächeln von Mr. Caedes, denn er hatte die Botschaft verstanden. Er warf Harry für einen kurzen Moment einen drohenden Blick zu, bevor er nun weniger enthusiastisch fragte: »Folgen Sie mir bitte hier entlang.« Mr. Caedes führte sie in einen großen Saal, in dem schon Stimmengewirr zu vernehmen war. Und das Erste, was ihnen unter der Gästeschar sofort ins Auge fiel, waren insgesamt 5 Halbriesen. An Hermine gewandt, sagte Harry: »Sag mal, ist das da hinten Hagrid? Zusammen mit Olymp?« Schmachtend blickte Hermine noch Mr. Caedes hinterher,
der sich bereits von ihnen entfernt hatte, bevor sie Harry anschaute und dann seinem Blick folgte. »Ach du meine Güte, ja, du hast recht«, sagte sie freudestrahlend. Gleich darauf stieß sie Harry mit dem Ellbogen an, nickte mit ihrem Kopf in eine Richtung und sagte gleich darauf, »Da ist Professor Flitwick, siehst du?« In der Schule hatte man nie offen darüber gesprochen, aber jeder Schüler schien zu wissen, dass einige von Professor Flitwicks Ahnen Kobolde gewesen sein mussten. »Oh Gott«, sagte Harry verstummt, denn schon kam jemand auf sie zu, den er am heutigen Abend ganz bestimmt nicht treffen wollte. Horace Slughorn. »Harry, mein lieber Freund«, sagte der kleine, rundliche Mann recht laut, bevor er Harry an sich drückte, als wären sie die dicksten Freunde. »Was für eine Freude, Sie hier zu treffen! Harry, ich möchte Ihnen jemanden vorstellen! Kommen Sie mit mir!« waren Slughorns letzte Worte, bevor er Harry entführte und Hermine unbeachtet stehen ließ. Sie warf Harry noch einen mitleidigen Blick hinterher, während er von dem dicken Ex-Lehrer für Zaubertränke zu einer Gruppe von Gästen geführt wurde und wie ein Schmuckstück den gaffenden Augen präsentiert wurde. Der ganze Saal hatte durch die laute und innige Begrüßung mitbekommen, dass der Harry Potter anwesend war. Offensichtlich war Hermine zur Befriedigung von Slughorns Profilierungssucht nicht geeignet. Aber sie blieb nicht lange allein. Von hinten hauchte ihr jemand ins Ohr, »Oh, arme Miss Granger«. Als sie sich erschrocken umdrehte, wurde alsbald ihre Hand ergriffen und geküsst. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.